In den vergangenen 2 Jahren haben wir deshalb das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz aufgebaut. Es ist eines von 14 Kompetenznetzwerken im Bundesprogramm Demokratie leben. Wir fördern außerdem über 40 Modell- und Innovationsprojekte sowie weitere Träger, die sich gegen Hass im Netz, gegen Desinformation und für die Demokratie im digitalen Raum einsetzen. Diese Träger arbeiten jeden Tag hart dafür, dass das Netz ein demokratischer Ort wird für alle. Zunächst möchte ich einmal klarstellen, was unsere Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit für Verpflichtung haben gegenüber den Werktätigen, gegenüber unserem Volk.